Ich möchte nochmal auf Social Media hinweisen. Ich weiß, ihr seid ja die digital native Fraktion und wollt was posten. Also dann, wenn es sein muss, gerne. Und ansonsten freue ich mich, dass es jetzt weitergeht. Denn hier spielt die Zukunftsmusik. Wir haben zwei Pitches heute hier auf der Bühne, auf die wir uns sehr freuen, um zu zeigen, auch junge und jüngere Unternehmen, was geht da an den Start, besonders zu den Themen eben Digitalisierung, was eine ganz große Rolle spielt. Ich finde gerade in der Diskussion doch Nachhaltigkeit und Digitalisierung, viele der Antworten, die ich so im Schnitt auf diese Frage höre, sind so ein bisschen dürftig und hingebogen. Aber hier haben wir, glaube ich, zwei tolle Beispiele, wo das nicht hingebogen ist und auch nicht dürftig funktioniert und wo man merkt, welche Rolle kann denn wirklich Digitalisierung und Nachhaltigkeit spielen. Und dann auch im Baubereich. Deswegen freue ich mich sehr auf unseren ersten Pitch. Inga Lil Kuhne von Ecolearn, Mitglied der Geschäftsführung und Gründerin. Sie war 8 Jahre lang Projektleiterin, Planungsingenieurin und Referentin am Institut für Bauen und Nachhaltigkeit und wird uns jetzt etwas zu Ecolearn erzählen. Schön, dass du da bist. Deine Bühne, herzlich willkommen und viel Spaß mit dem ersten Pitch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass viele komisch geguckt haben bei 1,5 Stunden Kaffeepause. So viel Zeit ist man ja eigentlich gar nicht gewohnt. Und Zeit ist ein wesentlicher Faktor bei uns in der Gesellschaft. Wir merken das jetzt, in welchen Zeiten wir hier leben. Nichts ist sicher, alles verändert sich im Laufe. Und ich darf Ihnen jetzt was über die Zukunft erzählen. Bevor man sich mit der Zukunft beschäftigt, sollte man auch schauen, wo man eigentlich herkommt. Und ja, ich komme gerade aus dem Urlaub. Das meinte ich natürlich jetzt nicht damit. Nichtsdestotrotz war ich 3 Wochen in Finnland, habe dort unter anderem meine Familie besucht und habe ein schönes Foto mitgebracht. Das ist ein Ort, an dem ich oft gewesen bin in meinen Sommerferien. Ein Museumsdorf namens Dundas. Hier sieht man einige Holzhäuser, historische Häuser, die in ganz Finnland abgebaut und an diesem Ort wieder aufgebaut wurden. Also Kreislauffähigkeit schon vor vielen, vielen 100 Jahren. Das war super einfach. Wir haben hier eine Handvoll Materialien, eine Handvoll Beteiligte wahrscheinlich gar keine Norm oder zumindest keine geschriebenen und irgendwo publizierten Normen, sondern, Dankeschön, höchstens Normen, die dann von Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Heute sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Wir haben eine wahnsinnig komplexe Welt. Hier ist ein Bild von London. Wir haben zig Beteiligte, zig Akteure, eine wahnsinnige Bandbreite an Typologien. Das alles, um unsere moderne Gesellschaft zu beherbergen vielleicht, vor Wind und Wetter zu schützen und die Prozesse, die wir uns so erschaffen haben in den letzten 100, 200 Jahren, seit der Industrialisierung eigentlich, seit wir so viel Frieden haben, seit die Ressourcen so einfach verfügbar sind, seitdem ist einfach alles wahnsinnig komplex geworden. Und das ist das, was uns heute auch in gewisser Weise im Weg steht, wenn wir versuchen, die Zukunft zu gestalten. Wir müssen uns von manchen Dingen einfach frei machen und letztendlich müssen wir alle gemeinsam in die Zukunft schreiten. Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, damit es wirklich funktioniert, im Großen wie im Kleinen, auch bei einzelnen Projekten. Kommt es darauf an, dass man die Prozesse effizient gestaltet und dass alle Beteiligten die gleiche Sprache sprechen, einen guten Zugang zu Informationen haben. Und das ist das Thema, was ich heute präsentieren möchte. Wie schafft man es, diese ganzen Informationen miteinander zu vernetzen, sodass alle es leichter haben, vielleicht auch mehr Zeit haben, die richtigen Dinge zu tun, Dinge zu überdenken. Und wie bin ich da hingekommen? Ich selber habe Architektur studiert, also wie ich gerade schon angekündigt wurde, Dankeschön. Ich habe auch lange in einem Ingenieurbüro gearbeitet,
wo es nicht nur darum ging, Gebäude effizienter zu machen, insbesondere Energieeffizienz, sondern wo wir auch weitergebildet haben. Wir haben einen Zertifizierungslehrgang aufgebaut und viele hundert Architekten weitergebildet. Da kam regelmäßig die Rückmeldung, dass es alles super war. Es war eine tolle Schulung, intensive Woche. Aber danach war fast alles wie vorher. Und dann haben wir angefangen, auch Schulungen zu machen für Handwerker. Wir haben die Schulungstätigkeit insgesamt auch ausgeweitet, aber das reicht natürlich alles nicht. Also die Welt ist komplex und es braucht einen Paradigmenwechsel. Es braucht neue Ansätze. Es braucht etwas, was letztendlich den menschlichen Maßstab vielleicht ein bisschen verlässt. Also es geht mehr in Richtung Digitalisierung. Das ist ich hätte jetzt fast Neuland gesagt, aber das ist es ja letztendlich. Also es ist etwas, was so mit dem, wie wir so evolutionär ausgestattet sind, eigentlich gar nicht mehr richtig zusammenspielt. Also man hat dann plötzlich wahnsinnig viele Informationen, die auf einen einprasseln. Die müssen ganz anders verarbeitet werden und so weiter. Also digitale Systeme müssen, wenn man sie als Lösung nutzen möchte, müssen den menschlichen Maßstab immer noch im Fokus behalten. Ja, ganz kurz möchte ich etwas sagen zu Ecolearn, damit Sie das besser einordnen können. Ecolearn wurde 2012 gegründet. Ich habe es mit zwei Geschäftspartnern gegründet, mit dem Ziel, dass wir das Thema Bauen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung miteinander verbinden, um zeitgemäße Wissensvermittlungen, also zum einen das digitale Unterrichten, zum anderen aber auch das Thema Wissensmanagement anbieten können. Und wir machen im Wesentlichen drei Dinge, hauptsächlich E-Learning. Also wir sind zum Beispiel einer der ersten Anbieter bei der Deutschen Energieagentur, die E-Learning-Kurse für Energieberater und Architekten anbieten, machen aber auch E-Learning-Programme zum Beispiel für Auszubildende, für SAK-Anlagenmechaniker zu unterschiedlichen Themen im Bereich erneuerbare Energie. Webinare machen wir auch ab und zu. Aktuell fokussieren wir uns aber sehr stark auf das Thema Wissensmanagement und Netzwerk, was diese Probleme, die ich eingangs geschildert habe, lösen soll. Wenn wir uns nochmal diese Komplexität vorstellen und uns überlegen, wie viele Akteure beteiligt sind, wie viele Anforderungen erfüllt werden müssen von Gebäuden, dann, ich meine, Sie kennen das ja auch alle aus dem Alltag. Wenn Sie sich jetzt mal eine Plattform wünschen dürften, die all Ihre Probleme löst, wie würde die aussehen? Und diese Frage, die haben wir uns eigentlich gestellt im Planungsalltag und haben dann diese Frage auch immer wieder mit unseren Schulungsteilnehmern reflektiert, nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit vielen anderen Beteiligten der Baubranche, mit Herstellern haben wir darüber gesprochen, wie müsste eine solche Plattform aussehen, damit die Produkte besser werden. Wir haben verschiedene Verbände gefragt, wie müsste eine solche Plattform aussehen, damit das Wissen, was quasi die ganzen Ebenen durchläuft bis oben zur Verbandsspitze und dort gebündelt und in Leitfäden präsentiert wird und so weiter. Wie müsste eine solche Plattform aussehen, die all diese Prozesse gut begleitet? Also man könnte sagen, das ist im Prinzip sowas wie eine Art Transformationsbegleiter für die Baubranche, was wir mit der Infobase geschaffen haben. Genau. Normalerweise würde ich diese Plattform jetzt auch live zeigen. Das ist hier ein bisschen schwierig. Es gibt keine Internetverbindung. Ich habe auch keinen Film gemacht, sondern würde das Ganze jetzt anhand von Screenshots zeigen. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch sehr gerne hier auf die Infobase gehen, also am liebsten nach dem Vortrag und dann dort auch schauen, inwieweit Sie die Infobase für sich gut nutzen können im Alltag, wie sie aufgebaut ist und welchen Nutzen sie bringt, das würde ich jetzt ganz gerne eben, wie gesagt, anhand von Screenshots einfach darstellen. Den Pointer kann ich schlecht verwenden, weil es hier zwei Bildschirme gibt. Also ich würde es dann einfach mit links oben, rechts oben und so weiter etwas illustrieren, wo ich mich gerade gedanklich befinde.
Also auf der Infobase gibt es eigentlich drei Bereiche. Es gibt einmal im linken Bereich das Gebäudemodell. Das ist ein Platzhalter. Das ist also kein Einfamilienhaus, wie man vielleicht denken könnte im ersten Moment, sondern es ist einfach die Reduktion des Themas Gebäude auf die wesentlichen Bestandteile. Wir haben die Bodenplatte, die Wand, das Dach, wir haben die Öffnung. Wir haben interessanterweise auch die Schnittstellen, also die, wo sich die Bauteile fügen, haben wir auch mit abgebildet. Es gibt den Innenausbau, es gibt die Haustechnik mit allen Disziplinen und die Summe aller Teile ist natürlich nochmal was ganz Neues, also das Thema Gebäude, oder es gibt auch einen Infopunkt, der nur Gebäude heißt. Und da habe ich die Möglichkeit, jetzt über diesen visuellen Einstieg die verschiedenen Bauteile zu fokussieren. Wenn ich also etwas wissen möchte über das Dach, dann klicke ich auf das Dach und dann bekomme ich alle Informationen, die damit zusammenhängen. Nicht nur das Dach, sondern es wird in seine sämtlichen Bestandteile aufgefächert. Dann gibt es im unteren Bereich diese Leiste mit den Reitern, die typischen Kategorien, in denen man immer wieder nach Wissensbausteinen sozusagen sucht. Im ersten Reiter, der heißt Lernen, da finde ich natürlich alle Veranstaltungsangebote, ich finde Kurse, ich finde Webinare, ich finde E-Learning-Angebote. Die sind alle an einer Stelle gebündelt. Im Bereich Medien habe ich die Möglichkeit, nach Leitfäden zu suchen, nach Filmen, nach Merkblättern und so weiter. Also auch die News findet man in dem Bereich. Da gibt es also wahnsinnig viel. Natürlich, wie man sich immer informieren muss, ist dann auch auf unterschiedlichen Plattformen normalerweise. Hier wird alles an einer Stelle gebündelt. Dann gibt es den dritten Bereich Baupartner. Da haben wir sowohl Hersteller als auch die direkt am Bau Beteiligten. Das heißt alle, die planen, ausführen, sehr detailliert aufgefächert. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, ich suche einen Fachplaner für eine bestimmte Disziplin. Wir haben aber auch die indirekt am Bau Beteiligten. Das heißt, wir haben auch die verschiedenen Verbände gelistet. Wir haben Hochschulen, wir haben Verlage. Das findet man alles im Reiter Baupartner. Dann gibt es die Produkte, Bauprodukte, einzelne Produkte, aber auch zu Systemen zusammengesetzte Produkte. Denn die Systeme haben natürlich auch nochmal ganz eigene Eigenschaften. Es gibt die Regeln. Wir kennen und lieben sie und hassen sie. Also es gibt wahnsinnig viele Normen im Baubereich und die verändern sich ständig. Wir haben eine europäische Harmonisierung. Sie werden manchmal versucht zu vereinfachen, zusammengelegt, werden dann aber häufig umfangreicher, so wie jetzt beim Gebäudeenergiegesetz. Und es gibt noch den Reiter Tools, wo man dann verschiedene Apps und Programme findet, vielfach auch kostenlos, die man dann nutzen kann, um bestimmte Bereiche schneller zu lösen. Unten rechts ist ein spezieller Filter. Ich klappe ihn mal auf. Da gehe ich auch nacheinander die Bestandteile durch. Wir haben zum einen diesen Kreis. Das sind die Grundanforderungen an Bauwerke. Diese Grundanforderungen, die sind in der Bauproduktenverordnung im Prinzip niedergeschrieben. Das sind die ganz klassischen Anforderungen, die eigentlich auch jeder kennt. Statik, Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz. Was da bisher fehlte, war die Recyclingfähigkeit, denn das ist auch eine wesentliche Grundanforderung an Gebäude, die wir jetzt hier an der Stelle mit aufgenommen haben. Und danach kann man eben auch die ganzen Inhalte filtern. Dann haben wir darunter die Bauwerksphasen. Es fängt an nicht mit der Planung, sondern natürlich erstmal mit der Vorbereitung, so wie wir das eben gehört haben. Idealerweise gibt es eine Leistungsphase 0 und die ist lang. Und wird ganzheitlich gedacht, sodass man alle, die beteiligt sind, von Anfang an mitdenkt oder wenn sie schon da sind, schon einen Auftrag haben, mit ins Boot holt und gemeinsam überlegt, was man da eigentlich machen möchte. Planung, Bau, Betrieb und am Ende Recycling. Auch das ist in der Form noch sehr neu. Jede einzelne Phase ist ein Filter, danach kann ich die ganzen Inhalte filtern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne recyclingfähige Produkte oder Produkte, die die Recyclingfähigkeit des Gebäudes unterstützen. Ich möchte etwas lernen über das Thema Recycling. Also man kann dann diese ganzen Filter immer schön miteinander kombinieren. Da werde ich auch gleich ein paar Beispiele zeigen. Aber das war noch nicht alles. Es gibt auch noch drei weitere Filter an dieser Stelle, nämlich Bauaufgabe, Gebäudenutzung und Zielgruppe. Bei der Bauaufgabe kann ich auswählen, ob ich einen Neubau oder eine Sanierung habe.
Gebäudenutzungen sind die unterschiedlichen Typen. Es ist ein Wohnungsbau, ein Zweifamilienhaus, Geschosswohnungsbau. Es ist eine Schule, eine Kita und so weiter und so fort. Und bei der Zielgruppe kann ich ganz gezielt sagen, ich suche Inhalte für zum Beispiel Architekten oder ich suche Inhalte für Hersteller. Inhalte, die sich an die Politik richten. Ja, vielleicht hat mal jemand ein Merkblatt für die Politik geschrieben oder was auch immer. Das ist das Schöne an der Infobase, dass man im Prinzip alles, was es da draußen gibt, diese ganze Informationsflut schön in diese strukturierte Filterung packen kann und ja, sich damit das benötigte Wissen einfach sehr, sehr schnell zusammenstellen kann. Das Ganze wird dann auch in Listen ausgegeben. Ich gehe jetzt mal einen weiter. Wie gesagt, normalerweise eine Live-Demo, aber ich hoffe, das ist auch in Ordnung jetzt mit den Screenshots. Natürlich ist nicht alles lesbar, aber ich versuche das so gut wie möglich hier darzustellen. Wir haben jetzt hier beispielsweise mal die Registerkarte Baupartner ausgewählt, mit dem Fokus auf Hersteller. Und jetzt wähle ich am Gebäude das Thema Außenwand. Man sieht, das große Gebäude geht in den Hintergrund, die Außenwand wird fokussiert. Sie wird in die Bestandteile aufgegliedert, die sie hat, nämlich der Rohbau, die Fassade und die Innenbekleidung. Und da kann ich nur nacheinander, oder nicht nacheinander, ich zeige sie nacheinander, aber Sie können eben das auswählen, was Sie gerade interessiert, wo Sie Ihren Fokus drauf legen möchten. Sie können hier zum Beispiel den Fokus auf den Rohbau legen. Dann sehen Sie, dass die Liste der Hersteller, die etwas anbieten für den Rohbau, reduziert wird. Oder ich wähle die Fassade aus. Und da kann ich natürlich dann auch nochmal einzelne Aspekte der Fassade auswählen. Also das Ganze ist hierarchisch aufgebaut und orientiert sich sehr stark auch an den gängigen Strukturen im Bauwesen. Wir haben also viele, viele Listen und Ordnungssysteme sozusagen gegenübergestellt, also beispielsweise die DIN 276, die Kosten, die Bauregellisten vom DIBT, die Bauwarengruppen, im Handel zum Beispiel ist jetzt auch noch neu dazugekommen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich komplex und viel, was da draußen so alles kursiert. Und das ist genau die Herausforderung bei der Digitalisierung, dass man auch da eine Art Harmonisierung schafft, einen gemeinsamen Standard, nach dem man Wissen austauschen kann. Und das ist die große Hürde gewesen in der Vergangenheit bei der Digitalisierung. Der Standardisierungsprozess, der schreitet immer weiter voran. Und da sind wir ja nicht diejenigen, sage ich mal, oder nicht die Bekannten, die das tun. Also es gibt ja so einschlägige Verbände, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen oder auch Unternehmen. Aber wir haben eben ein System geschaffen, was aus der Praxis heraus entwickelt wurde. Und was sich bislang sehr gut bewährt hat, was modular aufgebaut ist und was sich auch sehr schnell an einen Konsens, sage ich mal so, wenn es denn jetzt wirklich einen definierten Standard gibt, wo man sagt, das ist es jetzt, das soll es jetzt sein, dann kann man das sehr schnell mappen und darauf anpassen und im Zweifel dann auch skalieren. Genau. Ich zeige noch ein paar weitere Beispiele. Ich glaube, die Zeit ist nämlich schon etwas weit fortgeschritten. Aber vielleicht jetzt noch mal ganz kurz, weil das wirklich auch jetzt im Zuge der Diskussion, die wir heute hatten zum Thema Produkte und Materialien, sehr wichtig war. Ich gehe noch mal kurz zurück. Genau. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal das Thema Verglasung ausgewählt und den Filter auf Recyclingfähigkeit gesetzt. Dann kann ich hier nach Eigenschaften sortieren. Ich suche ein Produkt mit einem speziellen G-Wert. Das habe ich jetzt hier gemacht. Und interessant ist nämlich das Produktprofil. Das würde ich gerne abschließend noch einmal zeigen. Wenn ich das Produkt anklicke, dann sehe ich hier zwei Reiter nach einer kurzen Beschreibung. Und zwar einmal Informationen und Dokumente. Und dann die Bauprodukteigenschaften. Und das ist etwas, was jedes Produkt hat. Es ist völlig egal, ob das ein Glas ist oder ein Anstrich, eine Platte, ein Rohr, meinetwegen auch eine Wärmepumpe oder ein Lüftungsgerät, das ist egal. Alle haben immer bestimmte Informationen und Dokumente, die man auch den verschiedenen Phasen zuordnen kann. Das heißt, ich brauche in der Planung, wenn ich dann mit BIM, mit der Methode schon plane, bräuchte ich zum Beispiel BIM-Objekte, ich brauche Ausschreibungstexte, ich brauche einen Montage-Leitfaden. Dann, also nicht ich oder der Architekt, sondern der Handwerker in dem Fall. Aber so kann sich eben jeder Akteur seine benötigten Informationen sehr, sehr schnell hier an der Stelle zusammenstellen.
Das sind vorgefertigte Container, das kann man einfach befüllen als Hersteller. In der Regel dann auch über ein PIM-System oder über eine Import-Export-Schnittstelle, die wir bieten. Und so ist alles immer aktuell und einheitlich und an einem Ort zu finden. Genau, und bei den Bauprodukteigenschaften ist es auch noch schön, dass da die ganzen Eigenschaften, die Sie eben auch im Filter schon gesehen haben mit Statik, Brandschutz und so weiter, dass die an der Stelle auch schon vorgefertigt den Anforderungen zugeordnet werden und man so auch relativ schnell dann die Eigenschaften oder die Leistungsfähigkeit, wie es ja heißt, Declaration of Performance, die Leistungsfähigkeit des Produkts überprüfen kann und sehen kann, ist es nicht nur recyclingfähig, sondern erfüllt es auch die Anforderungen, die ich gleichzeitig erfüllen muss, zum Beispiel bezüglich Schallschutz. Genau. Und ich glaube, damit ist meine Zeit rum. 15 Minuten sind wirklich wahnsinnig kurz, um so ein, sag ich mal, komplexes System darzustellen. Aber wir sind mittlerweile auch schon gut gewachsen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie hier auch für die Infobase begeistern konnte. Also die Adresse hatte ich Ihnen eben genannt. Sie finden hier nochmal den QR-Code. Und ja, dann bedanke ich mich und sprechen Sie mich gerne in der Pause auf die Infobase an.